Marina-Leiter, so, was willst du? Stimmt das? Haben wir die Pokémon? Ah, nee, du hast schon gefragt. Ja, das stimmt, weiß ich nicht, aber zum mal fragen brauchst du auch nicht, mein Freund. In dem Haus waren wir und hier wollten wir jetzt weiter gucken. Was ist denn hier drin? Schon wieder Reihe um Kampf. Aber jetzt kann er für Dingens mal kämpfen. Ja. Natürlich die drei Affen. Ja, das macht Sinn. So, Kampf. Nein. Ja, warum nicht? Okay, also was haben wir denn jetzt? Wir hätten... Okay. Ja, habe ich mir gedacht. Macht doch nichts. Da es nicht auf Feuer gedreht hat, ist egal. Zieht jemand mal ein bisschen was ab. So. Wasser gegen Stahl ist egal. Das war eine Feuerattacke? Feuer? Was? Sieht Wasser ist eine Feuerattacke? Ah, leck mich doch. Fick mich seitwärts, sagt jemand. Lichtkanone 5 von 10. Verstehe nicht ganz, warum es nicht voll ist gerade, aber egal. Da ging Feuer ist ein Arsch. Das tut weh. Ich dachte, oh, jetzt fix mal schön nach von wegen. Richtig in eine reingeklatscht bekommen. Für einen Reihe-Umkampf ist es auch nicht geeignet. So, ich kann eigentlich Hammerarm einsetzen, einfach so, weil es geht. Und tschüss. Ja, mindestens mal. Wenigstens mal kaputt gefickt hier. Golbit kriegt DP, das war mein Ziel. Und nochmal Hammerarm. Ich glaube, ich kann mich nicht verbrennen. Ist sehr effektiv. Naja, das ist Wasser, aber... Immerhin kriege ich keinen Brandschaden. Ich will mir auch keinen Brandschaden anmaßen. Danke. Fluch. Boah, will ich Fluch haben? Weiß es nicht. Fluch ist so eine... Mit der Attacke konnte ich noch nie was anfangen. Ich meine, ich weiß, wie sie funktioniert und alles, aber gefällt mir einfach nicht. Gehen wir dem Ende hier noch ein Viertel deiner maximalen KP belebt. Alter, ich weiß nicht. Ich meine, ich kill mich und dafür wird jede Runde ein Viertel vom KP des Gegners abgezogen. Es sei denn, es wird sofort in seinen Pokéball zurückgeholt. Deswegen verstehe ich die Attacke nicht ganz. Welchen Fluch, dann ziehst du das einfach raus. Fertig. Ist mir suspekt irgendwie, ja. Dann lerne lieber andere Geistattacken. Und wir schaufeln eine Runde. Never. So, das war's. Einmal 160 und weg. Ich hätte echt ein 1 gegen 3 mit Flampigan machen sollen. War mega unnötig hier. Okay, was willst du hier? Komm, Haus des drei Umkampfs. Oh, ne. Nein, ich weiß, wie es geht. Es macht Spaß. Ja, total. Piss dich. Na, einen mache ich noch. Aber dann ist es auch wirklich... Ich mache es nur für Golbit. Golbit. I just do it for you, mate. Just for you. Lunfu, Pygraulon und Gladiantri. Nicht uninteressant. Eine interessante Wahl, okay. Das ist wahrscheinlich eine dämliche Drehung. Nein, geht's nicht. Das war die 1. Es war zu einfach. Graulen sollte ich eigentlich durchziehen können. Gladiantri müsste Stahl sein. Aber alles gut. Pygraulon. Und wiedersehen.
So, und jetzt sollte ich eigentlich drehen und mein Feuer angreifen. Das war die falsche Richtung. So. Und das war's. Danke sehr. So, jetzt kann ich die Flugseite wieder zumachen, brauche ich nicht mehr. Ah, okay. Na, haben wir es auch gemacht, wirklich gerne nicht, aber es musste wohl sein. So, das hier wird eine Drachenarena, das heißt, ich bin komplett in den Arsch gefickt. Aufgeschmissen, wollte ich sagen. Bitte. Kann es irgendwer? Natürlich nicht. Kann irgendeine Eisattacke lernen, die ich habe? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Wenn ich immer mit Eis angreifen könnte. Was ist denn mit euch Blitzbieb los? Das Haus der Kämpfe? Ja, hier. Die Attacke anziehen. Sie ist Fluch wie Segen. Hier, davon spreche ich. Fatumknoten. Das klingt wie ein Teil des Darms. Wenn ein Pokémon Fatumknoten trägt und Opfer von Anziehung wird, verliebt sich das gegnerische Pokémon ebenfalls. Naja, ist nicht so dämlich, aber brauche ich nicht. Rah. Die Pokémon sind immer bei einem, das ist toll. Dem macht es überhaupt nichts aus, ob man gewinnt oder verliert. Um der Pokémon Liga antreten zu können, benötigst du alle 8 Orden. Aber selbst wenn du noch so gut bist, die Top 4 werden es dir sicher nicht leicht machen zu gewinnen. Nee, ich dachte, es wird Witz. Ein Witz zu gewinnen. Mongo, ey. Okay, das ist die Arena. Hier denken immer noch alle über die Team Plasma-Worte nach. Wer die Zeit dazu hat, bitte. 63, 64. Die Dekoartikel für Musicals. Oh, ne. Bitte nicht. Nein. Nein. Kein Musical. Keine Dekoartikel zumindest. Nimm doch. Aber ich will sie nicht. Ich nehme sie nur aus Prinzip einfach, weil ich Sachen haben will. Ist gratis. Aber. Ja, eigentlich nicht. Was ist denn hier? Das hier bleibt unter uns, ja. Ich bin als Trainer ziemlich schwach. Daher finde ich es auch gar nicht mal falsch, dass Team Plasma den Trainern die Pokémon wegnimmt. Oh. Oh. Huiuiui. Falle dir Pokémon verlieren, das ist natürlich schon hart. Aber sag das ja nicht dem Kerl da drüben, hörst du? Hallo. Das bleibt unter uns, ja. Ich war früher mal ein Mitglied von Team Plasma. Aber ich fand es doch sehr seltsam, dass dort alle die gleichen Ansichten haben. Ich bin da irgendwann ausgetreten, um meinen eigenen Weg zu finden. Aber sag ja nicht dem Kerl da drüben. Ich find's schön, wie sich nach meinem Gespräch beide anschauen. Die wissen genau Bescheid. Die wissen genau Bescheid. Kannst du auch wetten. So, who's ready for a little bit of Dragon Action? I am. Und ich werde wahrscheinlich meiner Legende den Vortritt lassen. Denn Stahl. Das ist, ja, quasi die Begründung. Stahl. Denn. Es wird Drache und Flug und alles mögliche ab. Das ist total geil. Gut, Flug jetzt ist ein Problem, weil Kampf ist da ja schwach dagegen. Aber Drache auf jeden Fall. Das ist die einzige Drachenresistenz. Wenn ich die nach vorne stelle, ja, dann fress ich auch Hundewelpen. Ich weiß es nicht, aber so ungefähr. Tafelwasser. Natürlich. Alter, gibt so viel Wasser, es ist Wahnsinn. Bitte erzähl mir das. Irgendwas verschiebt sich, wenn ich auf Schalter... Ah, okay. Dann dreht man auf Schalter. Das ist nicht wie man... Ach, auf diese Schalter. Okay. Auch nicht. Dann lass mich eben nicht auf Schalter treten. Ja. Wir warten auf starke Gegner und damit hast du sicher recht, aber du bist leider kein Finalteilnehmer. Also. Schaffack. So, jetzt geht's mal mit ein paar Drachen hier, ne? Das ist Milzers Weiterentwicklung. Das ist nur Drache, glaube ich. Oder Schafax. Nur Drache, okay.
Also ich habe nichts Effektives dagegen. Ich sollte einfach meine stärkste Attacke nehmen. Oder ich könnte auch einfach gucken, wie so die Stats von dem Ding sind. Sieht nach Spezial aus. Ich sollte Spezial angreifen. Das heißt Lichtkanone, doch. Ja. Ich bin auf jeden Fall schneller. Kobalim hat einiges an Init. So unwahrscheinlich, dass ich irgendwann mal langsamer bin. Yo, nice! Drachentanz steigert irgendwas. Angriff und Init. Ich sollte trotzdem noch schneller sein. Fuck, bin ich nicht. Scheiße. Das tut weh. Der Volltreffer. Das war's. Gib mindestens mal 1000 EP. Ach. Ich habe den EP-Teiler vergessen, ja. Gut. So wird es ein bisschen dauern zu leveln, ehrlich gesagt. Ja. Das macht Sinn. Nee, ich bin nicht verwirrt. Nur minimal. Aber ist schon in Ordnung. Ich werde außerdem hochhalten. Ich würde diese Arena sehr gerne mit Dingens machen. Wäre schon ganz nice. So. Hyper, hyper, hyper. Hyper, hyper. Kuhmilch geht auch. Und weiter geht's. Schnucki, was geht ab? Oh, dann verrät's mir, wie ich durch die Arena komme. Tut mir nicht. Ich bin selber ja zu doof dafür. Liebe Vorhebe, na, komm mal her. Kapuno. Kapuno, 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 Kapuno. Kenne ich Typ Fragezeichen? Drache und Unlicht, okay. Habe ich dagegen was? Jo, komm. Okay. Danke sehr. Oh, das Ding hat ja unglaublich Arschsets. Das kann ja gar nichts. Das kann überhaupt nichts. Sehr traurig. Und tschüss. So. Okay, ich verstehe das Prinzip auf jeden Fall mal. Und ich muss auf Schalter drauf springen. I see, I see, I see. Das heißt, ich will hier, aber jetzt machen wir erstmal den Kampf. Come on, bring it on, bring it on, bring it on! Wenn ich mal wieder einen Schluck trinken sollte. Wieder Schafax. Kann ich eigentlich immer noch mit Kampf drauf gehen, ist egal. Darf man sich schon gönnen, finde ich. Man muss sagen, ich kriege auf die Sanktoklinge ja auch Stat-Bonus. Also es macht am meisten Sinn. Ist auch die stärkste Attacke. Ja, ja, gut. Ist gut, ist gut. Nein, Prosit. Nein, Prosit. Auf deinen Untergang. Prost, Freunde. Ah, Iso-Drink, immer noch nice. So, das war's mit dir. In zwei Hits. Dann schauen wir weiter. Andererseits, Stahl kriegt auch Step-Bonus. So ist ja nicht. Und Spezialangreifen macht ja auch mehr Sinn. Aber Two-Hit ist es so oder so. Also, das ist egal. So, dann springen wir hier drauf. Okay. Aber ich muss ja auf Schalter drauf springen, oder nicht? Ich glaube schon. Oh, jetzt wird's komplett. Jetzt kommt es auf mehrere Ebenen. Oh, fuck. Ich glaube, sie hat gefragt, ob ich nur mit Pokémon zusammen sein will oder ob sie auch stark sein müssen oder irgendwie sowas. Ich habe nicht genau hingehört. Natürlich wieder Schafer. Alter, könnte ich mal neue Sachen ausdenken? Ich weiß im Anime. Ich weiß, dass im Anime Milza und Lichtkanone.
weiß, dass im Anime Milza das... Ja, das Pokémon im Dorf der Drachen war. Wo Lilia auch herkommt. Von daher ist es nicht dämlich, Schafax hier stehen zu haben. Aber muss das denn sein? Ist das Absicht oder... Weiß nicht. Übrigens ist das zu langsam. So. Mein Pokémon-Team ist froh, dass es bei mir sein darf. Oder irgendwie so ein Schwachsinn. Keine Ahnung. Ist mir egal. So, hier. Bam. Okay, und dann noch einmal runter wahrscheinlich. Und dann war's das. Nicht! Wow, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ah, okay. Schau an, wie sehe ich denn da? Mich, Debongloni. Übertriebenster Trainer aller Zeiten, Junge. Karel. Chandrago, na endlich mal. Das ist mal was Anspruchsvolles wenigstens. Glaube ich zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist anspruchsvoll. Statsmäßig. Yo, Angriff geht krass nach vorne. Also nicht krass, aber gut. Krass wäre übertrieben. Gut, es geht gut nach vorne. Verteidigung habe ich nicht geschaut. Ist egal, wie ich angreife. Buchstäblich egal, dann machen wir es eben so. Es sei denn, mein Wesen kommt mir dann die Kuh. Wow, Volltreffer! Nice! Es sei denn, mein Wesen kommt mir dann die Quere. Das kann sein, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Redlichkeit, was? Wenn du steigst, dann muss ich gleich mal nachgucken. Was ist das denn? Bericht. Steigert nach Einstecken einer Unlichtattacke den Angriff. Nice, du bist gefickt, Junge. Mein Spezialangriff ist tatsächlich deutlich höher. Hm. Okay, kein Problem. Ja, wenn es so ist, dann werde ich wohl bei Lichtkanone bleiben. Zumindest am Anfang des Kampfes. Oh, die Rauhaut. Tag vergessen. Das hätte man sich bei den Pokémon echt denken können. Das tat in der Seele weh. Die vielleicht nicht mehr. Ich hatte nur gewundert, dass mein Spezialangriff so viel höher ist als mein normaler. Das hätte nicht passieren sollen. Zumindest nicht, wenn man den Basiswerten glaubt, aber naja. Es sind Basiswerte. Es macht schon irgendwie Sinn, dass da was nicht stimmt. So, hier. Alter, ernsthaft? Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich verstehe es nicht. Nein. Ich gehe einfach mal weiter. Ich komme schon irgendwo raus. Zeig mir, Bro. Zeig mir, wie gut du dich mit Pokémon auskennst. Nein. Findest du selber raus. Ja, findest du selber raus, Schnucki, ne? Ja, so. Kapuno. Hat man auch schon. Ist Unlicht dazu, heißt Kampf. Wobei die Weiterentwicklung interessanter wäre. Gibt mehr EP und wäre auch mehr herausfordernd. Jetzt lass mich doch nochmal gucken. Kobalium. Warum? Ist das... Es sieht halt verdammt nach Typ aus. Nach Wesen aus. Schon wieder Chandrago. Was ist mir los? Es sieht halt verdammt nach Wesen aus, für mich persönlich. Ist irgendwie das Wesen mein Spitzangriff erhöht hat. Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal. Lichtkanone Nummer 2. Ah, schade. Knappe Kiste, kein Problem. Können wir eigentlich. Ach, ist egal. Da stecke ich halt 2 KP. Schmerz. Treffer ein. Oder 16, ist egal. Starfax.
Ich glaube, ich muss immer noch speziell angreifen hier. Mach ich auch. Da kann ich nicht bitte einfach mal... Ernsthaft? Einfach mal kriten, wenn es nötig ist auch. Nicht immer. So. Ich werde mal versuchen, das Wesen zu prophezeien von Kobalium. Warte. Mäßig, okay. Meine Tendenz ist mäßig. Ich sage mäßig. Mäßig, ich sag's nochmal. Welches Wesen bist du, Kobalium? Wesen. Oh. Ich meine, es ist immer eine Erklärung. Aber steht das Wesen nicht explizit da? Nee, ne? Schau mal nicht. Ach, da oben, ruhig. Ich habe nicht gelesen. Okay. Ruhig. Steigert den Spezialangriff. Das habe ich ehrlich gesagt vermutet. Senkt die Init. Na gut, damit habe ich nicht gerechnet. Aber mit der Spezialangriffsteigerung, damit war auf jeden Fall zu rechnen. Ach, sage ich nicht nein zu. Ganz ehrlich, kein Problem habe ich damit. Spezialangriff hat noch niemandem geschadet. Ich kämpfe einfach überall lang, wo ich lang gehen kann. Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich einfach nicht weiter. Ziemlich simples Prinzip hier. Ziemlich simples Prinzip. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Aber scheinbar ist dieser Drache jetzt... Nee, warte, ist er nicht. Was? Was? I'm a little bit confused. I actually am. Ach, komm schon. Jetzt muss ich raus, wie dieses Rätsel geht. Oh, nee. Das war falsch. Na klar. Natürlich. Oh, Bullshit. So, also ich muss hier hinten rum. Ich habe keinen anderen Rückweg mehr. Das geht nicht. Ich muss hier drauf springen, das geht nicht anders. So, der kann wieder nach rechts gucken. Ich komme hier gerade nicht weg, bin ich doof? Nee, okay. Noch ist alles gut. Was kann ich denn noch drücken jetzt? Diesen Schalter. Ich glaube, da will ich hin. Ja, okay. Hatte ich dich schon? Natürlich nicht. Ah, ich bin wieder auf Kurs. Meine Güte. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich habe bei diesem Rätsel, ich habe halt wirklich nicht aufgepasst. Und die Chance, dann hier geklatscht zu werden, ist nicht so gering. Das hätte durchaus passieren können. Du warst Unlicht, das heißt drauf. Shadrago, das kennen wir auch schon. Wird aber nicht, nicht uninteressant. Denn ich werde Licht kanonieren müssen. Ja, oh, über die Hälfte, yes. Danke für den Two-Hit. Vielleicht muss ich einen Aether einsetzen, weil ich möchte nicht zurück ins Pokémon Center und alles nochmal machen hier. Habe ich nicht ganz so viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Scarlet. Ja, das finde ich auch gut. Ich finde das gut. Okay, das sieht in Ordnung aus. Ich fände es schon interessant, was passiert, wenn ich hier einfach runterfalle. So. Bin ich dann tot oder was? Nee, ich muss da rechts lang. Ich hab's schon gesehen. Sorry. So.
Nächster. Ich bin auf einem guten Weg. Veteranen Theodora. Das sah gerade übrigens aus wie ein Mann vom Sprite. Ich hab. Also mein flüchtiger Blick hätte. Aber naja, ist ja nicht scheinbar. Es sei denn, das mit Geschlechtsumwandlung geht in dieser futuristischen Stadt sehr schnell. Weiß ich nicht. Muss ich nicht beurteilen. So. Ist das die Hälfte? Reicht das? Orange heißt ja nicht immer direkt die Hälfte, soweit ich mich erinnere. Ja, reicht, okay. Nice. Bam, 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 bam. Easy, easy. Schafwachs sollte ich auch noch hinkriegen. Rein von meinen KP her natürlich. Abgesehen davon ist Schafwachs als Camp-Gegner echt langweilig geworden. Ich bin nicht entertained. Gar nicht. Oh, bring it down, bitch. Verarsch mich nicht. Und tschüss. Meine Güte. So, jetzt brauche ich aber erstmal... Natürlich gibt es hier keinen Doktor in der Arena. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich glaube, das ist es. Ja, ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Jetzt muss ich nur noch einmal die große Heil... Die große Heilkutsche in Gang bringen. Eins. Für AP sollte ich auch was haben. Nee, das ist zu viel. Normaler Äther würde schon reichen. Wo ist denn hier einer? Ja. Lichtkanone. So, habe ich noch was? Thunderbonbon brauche ich eigentlich nicht. Carbon und den ganzen Scheiß kann ich irgendwann mal einsetzen, aber jetzt noch nicht. Dauerhaft erhöht.